Moin, hallo und willkommen zurück zu My Time at Porsche. So, ich muss mal gucken, dass ich die Sachen ja noch fertig kriege. Denn ich muss die Sachen ja noch fertig kriegen für den östlichen Pfad, nicht für den westlichen Pfad, glaube ich. Und ja, da muss ich nochmal schauen. Ich muss auch gucken, dass ich hier mal die ganzen Truhen mal wegräume, jetzt die bei Gelegenheit, oder leer mache. Was fehlte mir denn jetzt hier noch? Irgendwas fehlte mir noch. Achso, das Verbundholz. Das müsste jetzt fertig sein eigentlich, oder? Meine Fabrik müsste das geschafft haben. Hoffe ich mal. So, gucken wir mal. Falsch. Fertige Güter mit F. Da. Alles sammeln. Und dann kann ich die gleich da verbraten. Denke ich mal. Tada! Das sieht irgendwie ein bisschen unspektakulär aus, muss ich zugeben. Das, was weiß ich, was das ist hier. Eine Brücke? Ich denke mal Teil von der Brücke. Okay. Das packen wir mal dahin. Was fehlte mir denn jetzt noch? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Habe ich denn die Sachen reingeschmissen? Da? Ja, ich habe das. Ich habe das. Mal gerade gucken. Zwei Eisenholzstützwerke fehlen mir. Dann habe ich eigentlich alles. Okay. Das kriegen wir hin. Wenn ich das jetzt noch durchkriege, dann haben wir das geschafft. Eisenholzstützwerke. Das sind doch bestimmt diese Standarddinger, ne? Muss ich aber erstmal schauen, wo das jetzt war. Wieder. Blättern, blättern. Das war es nicht. Das war nur Holz, ne? Ja. Eisenholzstützwerke. Wo haben wir es denn? Stahlträger. Brückenturm. Noch viel weiter hinten, glaube ich, ne? Da waren so Eisenholzstützwerke. Davon brauchen wir zwei. Holzsäulen brauchen wir. Stahlrahmen brauchen wir. Davon haben wir noch acht. Müssen wir schauen. Kann ich das jetzt hier in Auftrag geben? Gucken wir mal gerade. Autoarbeitsstation hier. Dann da. Davon brauchen wir noch mehr. Hinzufügen. Ich mach mal. Machen wir mal 16. Bestätigen. Stahlrahmen brauchen wir 4. Holzsäulen brauchen wir 4. Pappelholz anzeigen. Alles übertragen, ja. Das müsst ihr dann fertig kriegen, ne? Das müsste auch alles da sein, ne? Ja. Gucken wir nochmal alles übertragen. Da sind die Sachen, die ich da noch habe, auch fertig. Alles übertragen, ja. So, dann müsste jetzt eigentlich alles arbeiten, hoffe ich mal. Eisenholz, diese dauert eine Stunde 40. Ist da jetzt Zeiten dran? Was steht hier nicht genügend? Pappelholz, ne? Baumwolle ist auch zu wenig. Pappelholz brauche ich noch, okay. Also nochmal Material. Django will spielen, aber ich habe keine Zeit, Django, das tut mir leid. Boah, wir müssten eigentlich was unternehmen, ne? Von Django, anbeißen ein paar köstliche Meeresfrüchte von Toddy. Er hat zu viele mitgebracht, also gebe ich ein paar an meine Freunde ab. Okay, dankeschön. Ich muss aber gerade weg. Tut mir leid. So, erstmal noch den Auftrag. Wahrscheinlich hat sich Higgins schon alles geholt. Und ich muss mal gucken, wie viel Geld ich in der Tasche habe. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Auftrag noch ordentlich Knete rankriege. Dass ich mir dann die neue Arbeitsstation holen kann. Morgen, Antoine. Habe ich denn noch was Tolles hier? Was haben wir denn hier? Was willst du denn haben? Drei vulkanische Ziegel. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Und was ist das hier? Zwei Hüfttaschen. Ich glaube, dann nehme ich die Ziegel mit. Die habe ich nämlich, glaube ich, noch. Gucken wir mal. Drei vulkanische Ziegel. Ich hoffe, die sind noch da. Ich bin mir nicht sicher. Aber zur Not kann ich die auch noch mit in der Fabrik an den Start kriegen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Die ist auch gerade da. Das wäre natürlich super. Interessant, dass sie hier immer auf dem Weg warten. Und man zeigt, dass man spielen möchte. So, machen wir mal. Mongak. So, Ziegel. Wo hätte ich die denn reingestopft, wenn ich die denn produziert habe? Hier bei Herstellung 2. Jo. Davon brauche ich drei. Ich glaube ja. Ich hoffe mal nur drei. Bin mir nicht sicher. Drei Ziegel, drei Ziegel. Alles klar. Solange Lee noch da ist, dann hüpfe ich mal kurz hier über den Zaun. Wupp. Dann kann ich Lee noch die Sachen geben. Dann bin ich das nämlich auch schon los. Ha.
Ali. Danke und möge Mutter Erde würde ich wachen. Mach's gut. So. Hi Django, hi Dana. Hi Emily. Emily ist die Einzige, die auch grüßt, ne? Hi Emily. Wenn nur ein paar meiner Küken herumlaufen siehst, kannst du mir dabei helfen, sie mir zum Bauernhof zurückzubringen? Kein Problem. Ich muss mal gucken, ob ich dir noch was schenken kann bei Gelegenheit, ne? Okay, ich habe schon gesehen, der Baum ist schon wieder dabei. So. Ja, das arbeitet erstmal. Das wird eine Weile dauern, fürchte ich, ne? Pappelholz bräuchte, glaube ich, habe ich gesehen, ne? Oder? Ne, da wollte ich gar nicht hin. Lagerhausmaterial. Achso, das kann ich hier alles reinschustern. Dann macht er das automatisch. Kann ich das? Das drauf? Doch, das deckt der Auto. Ne, das nicht. Das Essen möchte ich wieder haben. Das auch nicht. Das kann da aber alles rein. Und das kann da rein. Okay. Dann stopfe ich das da hier rein, aber das passt ganz gut. Das heißt eigentlich, die Fabrik müsste ich eigentlich da vorne machen, aber die steht dann im Weg, ne? Wenn ich die hier so hinbauen würde. Aber andererseits wäre das nicht schlecht, weil wenn ich was bauen will, das ist direkt vor Ort hier. Das Haus müsste dahin und der Garten kommt dann da hinten in die Ecke mit den Tieren. Das wäre, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, mal gucken. Ich muss jetzt mal alles umkrempeln, aber dazu muss ich erstmal Kohle sammeln. So, das kommt erstmal dahin. Das sind noch Sachen, die hier reinkommen. Beim Essen. Hoffe ich mal. Hier, das. Äpfel sind drüben drin. Okay, das ist weg. So, das. Ja, die Kälber könnte ich hier nochmal rausholen, dann muss ich mal gucken. Problem ist nur, wenn ich das umstellen will, das Ding, ne, wird das ein bisschen schwierig. So, was wollte ich jetzt nochmal haben? Das habe ich schon wieder vergessen. Mann, mein Gedächtnis hat schon wieder... Achso, ja genau, ich wollte Pappelholz besorgen. Wie geht's dir, Spira? Hast du noch genug zu futtern? Jein, machen wir mal auf 10. Äpfel, Honig machen wir auch mal auf 10. Honig kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen... Das wollte ich gar nicht. Falsche Taste, Mann, was ist denn los hier? Ich spiele immer so viele verschiedene Spiele. Ich komme hier echt immer durcheinander jetzt in letzter Zeit. So, wir müssen Pappelholz besorgen. Ich glaube, Pappelholz war da hinten, ne? Und ich muss doch gucken, dass ich ja nicht mal Lama besorge, Mensch. Das hätte ich schon viel, viel früher machen können, aber habe ich nicht gemacht. Hi, Kiwa. So, Pappeln haben wir hier. Ich lasse dich mal erfolgen. Dann klopfe ich das hier mich gerade runter. Kann ich hier treten? Nein, kann ich nicht. Okay. Müssen wir mal gucken, kann ich noch eine bessere Axt bauen? Ich weiß gar nicht mehr. Muss ich nochmal in meinem Handbuch nachgucken. So, klaue jetzt mal die ganzen Pappeln hier. Die wachsen ja zum Glück wieder, sonst wird das hier echt öde aussehen. Warum ist alles gelb, sehe ich gerade. Huch, das wäre jetzt das Haus gewesen. 2 Pappelholz, ne? Das ist jetzt nicht sehr viel. Sehr ineffizient, muss ich sagen. So, das ist auch weg. Da oben sind ja auch noch, ist auch noch einer. Den hole ich mir auch noch dann. So, den hier noch. Tja, ich hoffe mal, das reicht dann schon. Mit dem Material gleich. Ich muss ja mal gucken, dass ich die Sachen alle fertig kriege. So, wir müssen mal kurz hier drüben in Spira. Da unten müssen wir noch welche holen. Ja, es sieht schon ganz anders aus, der Hafen jetzt hier, muss ich zugeben. Wer rennt denn da rum? Den kenne ich gar nicht. Nanu? Ach, das ist der eine Dude hier. Das ist der eine Dude von der Admirals, Dingens. Von der Administration. So, hier nochmal. Komm schon. Pappelholz habe ich 18. Kommt nicht so viel bei rum, muss ich zugeben. Ne? Wobei, warte mal, geht das nicht mit der Kettensäge? Ich bin doch ein Dovi. Ich habe doch die Kettensäge dabei, Mann. Hier. Ich weiß noch nicht, braucht die, nee, Benzin braucht die nicht, ne? Ja, wobei mega schneller ist die jetzt auch nicht, ne? Aber die braucht, glaube ich, weniger Ausdauer, oder? Kann das sein? Hm, wenn sie den Stumpen wegmachen muss, geht's schnell. Aber wenn sie so macht, geht's nicht so gut. So ein bisschen. Okay, ich stelle mich sogar anders hin hier, wenn ich sehe. Interessant. Okay.
Okay, wir reiten nochmal da oben hin. Nehmen noch die drei mit und dann haben wir, glaube ich, alles. Ich glaube, mehr Bäume gibt es. Ne, da unten gibt es auch noch welche. Okay, hier die ganze Wüste ist voll von den Pappelbäumen. Dann nehme ich noch ein bisschen was mit auf Reserve. Du bist dabei, Spira, ne? Das hört sich an hier. Den Bohrer will ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Das wäre noch wichtig. Ich muss mal gucken, ob ich den kriege. Ich weiß gar nicht, ob ich den kriege oder ob ich mir den tatsächlich kaufen muss. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt auch gar nicht verglichen, wie viel ich verbrauche, wenn ich jetzt hier mit der Axt rumschwinge oder mit der Kettensäge. Drei, nee, vier sind das immer, die ich verbrauche, ne? Ja. Müsste mir das mal angucken jetzt hier und dann gucke ich da unten gleich mal, wenn ich das mit der Axt mache. So, da sind noch zwei. Kann ich jetzt direkt nebeneinander vergleichen. So, guck mal, 195 habe ich jetzt. Jetzt den ganzen Baum wegholzen. Was ich jetzt 195? Dann sind das 32. Okay, und jetzt Inventar. 32. Das heißt, ich würde hier auf 131 runtergehen, wenn das denn hinkommt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Der Nachteil ist ja, ich muss bei dem Stumpen genauso lange klopfen, ne? Ne, ich brauche mehr. Definitiv viel, viel mehr. Ich brauche 10 mehr, okay. Na gut, dann lohnt sich das doch schon, die Kettensäge zu benutzen, muss ich zugeben. Was ist die letzten hier? Ja, ne? Ne, da hinten ist noch einer, aber so weit will ich jetzt auch nicht laufen. Ja gut, dann macht das tatsächlich doch Sinn, die Kettensäge für sowas zu benutzen. Aber zum Kämpfen, ich weiß nicht. Die taugt dafür nichts, finde ich. Dafür ist sie nicht gut ausgelegt. Ich brauche gleich keine Ausdauer mehr, aber der Tag ist auch gleich rum. So. Jetzt glaube ich, Dana hier die ganzen Sachen. Das ist so ein komischer Stein hier. War das Schwefel oder was war das noch? Muss ich gleich mal gucken. So, den nehme ich noch mit. Na gut, dann habe ich etwa 50 Pappelholz. Das müsste erstmal wieder ein bisschen reichen. Das ist jetzt nicht viel, aber... Mal gucken. So, hier muss ich mal gucken. Kann ich das abbauen? Kann ich. Was ist das? Ach, hier, guck mal. Hier kommen auch Blutsteine raus. Okay, interessant. Sulfat. Brauche ich das für irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Merkwürdig. Muss mal gucken. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo ich was finde. Wahrscheinlich vergesse ich das sowieso wieder. Aber naja. Okay, Spira, lass uns wieder nach Hause, oder? Es wird langsam dunkel. Jetzt muss es reichen. 51 Pappelholz. Haut schon hin. So, ab nach Hause. Achso, du trainieren müsstest du auch nochmal, ne? Aber du bist ja so schon fast so gut durchtrainiert jetzt da. Da dürfte ja eigentlich nichts mehr passieren. Das müsst ihr eigentlich hinhauen. Du hast echt mega schnell Ausdauer. Das ist schon ärmer, ey. Aber brauche ich auch. Hi, Mint. Ein Passagier. Da ist Kikuchi. QQ ist auch unterwegs, jetzt hier einen abendlichen Spaziergang. Ich hoffe mal, ich habe hier nachher vernünftige Fenster, wenn ich das Haus upgrade, aber das kostet mich auch nochmal 50.000, das wird noch ein bisschen hardcore. So, Spirit, jetzt gibt es nochmal eine Knuddelheit. Ne? Ja, hast du toll gemacht hier. Aber jetzt musst du hier wieder warten, ne? So, bleibst hier. Und ich hau das mal hier in die Fabrik rein, damit die das über Nacht noch verarbeiten kann hier. So. Ich werde eigentlich mal das alles da reinschustern müssen. Warte mal, das kann ich eigentlich wieder umstöpseln hier, so. Ja, ich muss die ganzen Kisten eigentlich mal leer machen und das in die Fabrik donnern. Ich habe ja 300 Slots frei. Das müsste eigentlich gehen. Dann, ja. Ich das jetzt nochmal machen? Wie viel habe ich denn hier noch drin? Nicht mehr viel. Ach komm, das kann ich hier noch. Kann ich das alles? Zack, jo, hier. Zack, zack, zack. Das geht ja schnell.
Ja, mal gucken. Ich werde das noch alles umräumen, würde ich sagen. Das Mittag ist auch schon wieder fast voll. Ich räume das nochmal um und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.